Willkommen zurück, Leute, zu SimCity Builded. Ja, schwarzes Bild, ich weiß. Es liegt daran, dass die letzte und diese Folge zusammenhängen, weil ich knapp eine Stunde aufgenommen habe. Und ja, das nicht. Ich will es euch halt nicht zumuten, euch eine Folge anzugucken, die eine Stunde lang dauert. Deshalb habe ich aufgeteilt und dann starten wir jetzt mit dem Video. So Leute, da bin ich wieder. 10 Minuten sind um. Ich konnte das jetzt hier erst starten. Deshalb knall ich da meine Geparden-Tempomark rein und hier auch. Ich weiß, es ist ein bisschen Verschwendung, aber Leute, ich habe 37 davon. Da kann man nicht wirklich davon reden, dass man die nicht gut nutzt. So, hier einmal Mehl. Eins einsammeln. Ich warte auf so eine Schiffsschraube. Hier unten erst. Ah, toll. Hier werden wir uns auf jeden Fall schon mal eine Schraube kaufen. Die nächste würde leider 250 kosten. 12 Simcash, okay, überlege ich mir noch. Aber jetzt schalten wir den erstmal frei. Disco Twister. Legendäres Desaster. 600 Punkte, 6 Schaden. Ja, wir würden die Kriegstour direkt wiederbekommen. Hoffentlich wieder mit Kriegssimoleons. Damit wir uns weitere Sachen kaufen können. Ihr seht, nur die eine Schraube fehlt. Ich würde das eigentlich gerne noch machen. Aber zuvor noch erweitern. Straßen. Kleinen Moment. Straßen ausbauen. Und verbessern natürlich. So. Dann. So. Verschieben wir mal alle Fabriken ein bisschen weiter nach oben. So, ich habe nämlich vor, die Service-Sachen, die hier, da auch rein zu quetschen. Da brauchen wir nun mal hier so eine kleine Lücke. So, Müllabfuhr. Ah, ja, sehe ich schon. Ich probiere mal kurz was. Nein. Okay, das passt so nicht. Dann. Verschieben wir die hier eins nach hier. Gehen wieder zum Müll. Und verschieben die hier hin. So, Abwasser. Kommt auch hier hin. Da haben wir so eine schöne Linie. Und wir haben hier alles frei. Für mehr Häuser, die ich nicht aufbaue. Habt ihr auch schon gemerkt, oder? Dass ich keine Häuser momentan so richtig ausbaue. Ja, das liegt daran, also, dass ich die eigentlich erstmal alle auf höchstem Level bringen will. Und dann immer so drei Häuser gleichzeitig hochziehen will. Ein Gras haben wir jetzt bekommen, okay. So. Ein Gras, dann können wir ja jetzt. Ah, wobei.
Ich glaube, wir machen doch erstmal hier den Disco-Twister-Gegenstand. Gegenstände fehlen. Ja, ich mach's. Mach ich selten, aber ich mach's. Weil ich gerade keine Lust drauf habe zu warten. Disco Twister. Okay. Ein pinker glitzernder Tornado, 600 Punkte. Und wieder 1000 von denen. Können wir uns direkt nochmal dasselbe kaufen? Ich meine einfach eins davon. Und jetzt brauchen wir nur noch dieses andere Teil da. Was war das nochmal? Ich hab's vergessen. Ah, das Megafon. Dann könnten wir auch den Kraken, nee, die Kraken direkt platt machen. Dazu brauchen wir aber ein Megafon. Und ein Megafon bekommen wir hier nicht. Nein. Nein, kein Megafon. Vielleicht blende ich das hier gleich nochmal ein. Ich weiß es nicht. Aber ich werde es versuchen. Okay, dann gehen wir jetzt rüber. Vergessen diesmal nicht, vorher die Aufgabe anzunehmen. Und machen dann drei Reihen in Exportzentralen. Starten. So, zweite Reihe. Oh Gott, Steak. Ja, okay, das können wir ja schon mal machen. Der Smoothie. Smoothie und Steak. Mal gucken, was sich da machen lässt. Ein Smoothie. Dann bräuchten wir hiervon eins und davon eins. Und da wiederum eine Pflanze. Und das alles braucht Samen, die es nicht gibt. Okay, das mache ich dann nach der Folge. Und Steak. Keine Ahnung, wie viel ich hier überhaupt noch. Ah, fehlt natürlich noch eins. So, jetzt aber. Hauen hier noch eine Gepardentempomarke rein. Und dann hauen wir auch den Smoothie da rein. So, hier. Ein Smoothie. Jetzt brauchen wir nur noch das Fleisch und dann haben wir auch schon die zweite Reihe. Wie viel Zeit haben wir noch? 9 Stunden. Okay. Neun Stunden für ein Steak. Und dann noch drei weitere Sachen, die wahrscheinlich so ewig lange dauern werden. Und ich glaube, ich muss dieses eine Video in zwei Teile aufteilen, weil es jetzt schon wieder 9 Minuten dauert.
Ja gut, Leute, ihr habt den Cut wahrscheinlich schon gemerkt. Ich habe das wahrscheinlich schon gesagt. Wenn ihr das Video seht, dass es jetzt zwei Folgen sind, sind eigentlich aneinander gehängt, aber ich spiele halt jetzt vielleicht schon eine halbe Stunde aktiv SimCity Builded. Und denke mir nur so, ah, dieses Spiel kann man echt lange spielen, wenn man alles vorbereitet. Und deshalb habe ich manchmal auch ein bisschen Angst, das hier anzufangen. Das braucht noch ein bisschen. Ich habe mal ausgerechnet, eine Minute dauert 5 Sekunden etwa. Dann rechnen wir mal aus. 25 mal 5. 250, 125 Sekunden. Ja. 155. Nee, 160. Jetzt noch etwa 160, dann haben wir das eine geschafft. Sagen wir mal 140. 27. Ach, das dauert noch lang genug. Länger, als ich eigentlich will. Am liebsten würde ich das auch wieder mit hoch. Mit Simcash bezahlen, aber ein anderer Teil von mir will halt nicht. Weil man es ja irgendwie ohne schafft. X. Wieder nur Schiffsschrauben. Ah ne, Propeller. Die sehen echt aus wie Schiffsschrauben. Wann ist hier denn? In 2 Minuten wird das nächste Mal der Shop hier aktualisiert. Und wie viel Zeit habe ich noch dafür? 3 Stunden. Ah, ja, das ist mehr als genug. Das ist mehr als genug und wir sind schon in der zweiten Folge. Ja. Ich glaube, ich muss noch mal cutten, kann das sein? Das dauert noch eine Weile. Vielleicht so eine halbe Stunde. Dann brauche ich noch einige Samen. Das kommt in 8 Minuten. Ja, das war eine Werbung. Eine 5-sekündige Werbung. Ich kann nur mit diesem einen Samen nicht viel anfangen. Ja. Das dauert noch eine Weile, wie man sieht. 1 Stunde 15, 3 Stunden 15, 3 Stunden 36, 3 Stunden 56 geteilt durch 12, kann ich nicht im Kopf, ich habe keinen Taschenrechner. 1 Cut, ich werde euch gleich sagen, wie lange es gedauert hat. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Das Steak ist fertig, aber das hier müssen wir noch machen. Schösslinge. Dann können wir gleich unser Steak einsammeln und gehen rüber. Vorher würde ich noch gerne einmal auf X. Leider immer noch kein Megafon in Sicht. Aber, naja, egal. So, dann können wir hier noch das dritte Steak abgeben und ja. Nein.
2 Stunden. Ja, ich fürchte, ich muss die dritte Reihe noch privat fertig machen. Oder ich mache sie gar nicht mehr fertig. Tut mir leid, Leute, aber wir haben etwas, was wir viel schneller machen können. Nämlich die Katastrophengebiete. Ich habe mir halt noch nicht angeguckt, wie schwer das ist, wieder aufzubauen. Ich mag den Tornado. Das werdet ihr gleich sehen. Ja. Der braucht wirklich nur einmal Gewürze. Das werde ich erstmal nicht machen. Das ist so leicht. Und das auch. Da fehlt halt ein Samen. Toll. Mir fehlen die ganze Zeit die Samen. 3 Minuten. Na, 4. 4 Minuten noch. Dann akzeptieren wir das mal. Und machen das. Machen das. Das muss noch ein bisschen warten. Einfach 8 Stahl. Ja. Ich produziere für gewöhnlich nicht 8 Stahl auf dem Haufen. Und es leckt ein bisschen. Stellen wir jetzt kurz 5 her, weil wir ja noch ein Maßband brauchen. Und das läuft immer noch. Ja, pure Verschwendung, ich weiß. Und dann, ja, warten wir entweder noch 1 Minute. Oder wir warten noch die 5 Minuten, oder wie viel das waren. 2. Es sind nur noch 20 Sekunden, also ich glaube, wir machen doch das hier zuerst. Und danach ist die Folge auch schon vorbei, Leute. Genauer gesagt, die 2 Folgen. Ich werde irgendwo bei irgendeinem Cut das Video einfach beenden. Und dann daraus 2 Folgen machen. So. Das hier machen wir. Beanspruchen. Ah, Katastrophen auslösen. Komisch. Das kommt mir echt bekannt vor. Ja. Es gibt eigentlich nichts mehr. Ich hätte gerne... Warte mal. Und... Nein. Ich hätte den Kraken gern nochmal mit diesem Disco-Twister angegriffen. Weil ich auch gern wissen würde, was passiert, wenn die Kraken sterben. Aber das scheint nicht so der Fall zu sein, dass ich das noch darf. Und ich habe nur noch 2 Stunden 47. Ich meine, viel ist das jetzt nicht. Nun werden wir das auch noch freischalten. Ja. Aber geht natürlich nicht. So, machen wir das nochmal weg. Komm schon. Komm schon. Warum die ganze Zeit diese Gummienden? Okay, Leute, an der Stelle beende ich dann das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.